Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 22 Dinge mit Familie Rossi. Und das hier ist die, ja, die Rosa Rossi. Ich finde, sie ist echt wunderhübsch. Sie ist die Tochter von Dina, ehemals Caliente, jetzt eben Rossi auch. Und unsere Dina, die lebt ja auch wieder hier, nachdem sie ja mal von den Toten aufgewacht wurde, sozusagen. Also sie ruft gerade an, dann habe ich sie zur Physiologie geschickt. Ach je, das hat sie noch gar nicht gelernt. Okay, musst du heute arbeiten? Um 14 Uhr hast du, ja, bist du dran, sozusagen. So, ich gehe mal hier durch, einmal zu Robert. Der lernt hier gerade, der muss noch Charisma lernen. Der hätte heute eigentlich zur Arbeit gemusst, aber ich habe ihm wahrscheinlich Urlaub gegeben, sozusagen. Damit er das Charisma hier aufbauen kann, damit er dann endlich mal sein Lebensziel erreicht und die Sportlerkarriere erreicht. Okay, Dina ist hier hinten, die hat heute frei. Ich weiß nicht, ob als Seniorin, wenn man als Seniorin einen Job annimmt, ob man es dann noch zur Spitze der Karriere schafft. Ich glaube eigentlich kaum. Sie wird einfach mal die Karriere so weitermachen. Was lernst du gerade? Erziehung, ach wie interessant. So, dann haben wir natürlich noch kleinen Robby hier. Wir kriegen gerade Post, okay. Wir haben noch kleinen Robby oben. Der schläft hier oben. Das ist auch super. Und wir haben ja nochmal ein Zimmer jetzt frei. Quasi das hier. Das heißt, dass wir jetzt nochmal ein Kind machen könnten. Das heißt, unser lieber Peter, wann kommst du nach Hause? 9 bis 14 Uhr ist ja interessant. 14 bis 21 Uhr muss unsere Rosa dann arbeiten. Oder hatte ich nicht schon das letzte Mal Baby gemacht? Das kann natürlich auch sehr gut sein, man sieht nur noch nichts. Die Katze Satinka, sie ist, in 6 Tagen wird sie zum Oldi. Oldi. Ach je, jetzt schon wieder. Danke. So, ja, ich muss schon wieder niesen, weil irgendwie das Wetter ist wieder besser geworden und jetzt, meine Augen drehen auch. Na gut, egal. So, Robert. Ja, den lasse ich einfach wirklich. Und die Dina lasse ich auch bei der Erziehung. Und unsere Rosa, jo. Deswegen spule ich jetzt eigentlich mal vor, weil gerade nichts mehr ist. Unser Alfred ist ja in die... sie ist fertig. Unser Alfred ist ja jetzt... Also du kümmerst dich um Robby. Der ist ausgezogen. Und ja, wobei er schon wieder jetzt irgendwie sich eine neue Freundin suchen muss. Aber das haben wir in einem anderen Haus. Das ist ja ihr jüngster Sohn oder eigentlich ihr einzigster Sohn, ne? Oh, lass mich mal ganz kurz gucken. Genau, nämlich die Dina. Das sieht man hier. Ich finde das so cool, wenn das dann immer so langsam aufgebaut wird. Wobei man die natürlich nicht gespielt hat. Weil Dina Caliente ist ja ganz am Anfang schon da. So, auf jeden Fall hat sie ja quasi 3 Mädchen und einen Sohn. Und der Alfred, wie gesagt, der ist halt irgendwo anders. Und die Rosa, die hat den Namen Rossi natürlich dann einfach angenommen und belassen. Dina hat momentan 3, 4, 5, 6 Enkelkinder. Oh, davon ist ein Mädchen und die anderen sind Jungs. Ich glaube, das freut sie wahrscheinlich. Jetzt warte doch mal. Ach so, warte mal, wo ist es? Robby die Flasche geben. Nimm nämlich mal das und dann brauchst du nicht ganz runtergehen. So. Und danach, weil du ja gerade jetzt Erziehung ja gelernt hast. Jetzt lass mich mal. So, nach Robby sehen. Ich weiß nicht, wann der älter wird. Ich muss mal gerade nachher gucken. Ich weiß nicht, ob ihr euch das immer so merken könnt. Ich kann es mir nicht merken. Also jetzt muss ich mal nach den Beziehungen noch bei ihr so ein bisschen schauen. So, guck mal nach ihr. Dina hat heute frei. Das habe ich schon gesagt. Auf die Toilette. Das kann ich dir allerdings nicht allzu viel helfen. Wer ist das? Bodo Stoffels. Stoffels? Kommt der nicht eigentlich woanders her? Naja, auf jeden Fall mach ihn mal wieder ins Bettchen. Und dann gehen wir mal auf die Toilette und du kannst mal kurz duschen. Ich gucke nochmal nach Rosa runter. Oh, Rosa, du musst zur Arbeit. Mal gucken, vielleicht... Ja, wobei, weiß ich nicht.
Ob sie eine Beförderung mitbringt, es ist fraglich. Ein Charisma-Punkt. Yay. Oh, habe ich einen verpasst? Nee, habe ich nicht. Er muss noch zwei Ganze machen. Oh mein Gott. Naja, dafür hast du den ganzen Tag frei bekommen. Das heißt eigentlich, dass Peter gleich nach Hause kommt. Satinka hat heute frei, oder was? Ja, oh. Ja. Rettungstier. Ich glaube, das ist auch wieder mal die Spitze der Karriere. Aber sie verträgt sich mit allen auf 100. Das ist ja toll. Ich glaube, mit Alfred war sie nicht so hoch, ne? Die habe ich ja nach meiner Katze benannt, Satinka. Und Tiger, das war mal früher ein Kater von mir, vor vielen, vielen Jahren. Und Mickey und Kamikaze, das war wirklich von der Familie Katz. Die sind ja damals, also, kamen ja quasi so auch in Schönzüchtingen an. So, well, hallo, mein Lieber, und yay! Genau, er ist ja auch in der Sportkarriere, auch hat er jetzt hier noch was bekommen. Er wurde befördert zu Trainer. Oh, dann ist er jetzt. Nee, doch. Die sind jetzt beide Trainer. Sehr interessant. Er hat aber halt einfach auch schon sehr viel mehr Punkte einfach, ja. Das ist einfach so. Was haben wir denn? 122.000 in einem Haus? Okay, du kannst mal Post holen und wie viel hast du jetzt verdient? 10.000. Oh, guckt mal, das muss ja relativ nah aneinander gewesen sein. Hol dir mal die Post. Yay. Achso, hätte ich eigentlich mal nochmal ganz kurz. Wartet mal, ich mache mal ein kurzes Bild davon. So, tschakka. Seitdem ich aufnehme, vernachlässige ich eigentlich die Bilder. Oh! Das ist ein Liebesbrief. Von wem ist das denn? Ach, ich habe hier noch so eine Box-Ding da drin, aber ich denke mal, zwei brauchen wir halt nicht. So, ich vermute mal fast, dass es noch für Alfred ist, oder? Alfred, ich hatte Spaß und hoffe du auch und so weiter. Ja, Marlene. Okay, das können wir eigentlich ja, verkaufen. Habe ich gut gemacht. Es war jetzt fast keine Absicht. So, du gehst mal nochmal auf die Toilette. Warte. Gehen wir hier nochmal auf die Toilette. Und dann schauen wir mal, was im Kühlschrank ist. Reste nehmen. Robert zwischendurch mal anschauen. Die Dina mal kurz gucken. Dina, okay, wartet mal. Dina, du könntest mal. Wo habe ich das Telefon? Du könntest mal ganz kurz schauen. Oh Gott, ja, wir müssen eine Geburtstagsparty machen. Das heißt, dass unser kleiner. Tatsächlich Geburtstag hat. Und danach kannst du nochmal anrufen und guck mal, zum Beispiel den Angelo nochmal sich wieder mit ihm befreunden. Ach, und warte, du machst danach noch säubern und napfüllen. So, dann bin ich mal gespannt. Robby wird älter. Okay, wen laden wir denn ein? Nee, den rufe ich bloß an. Den Alfred. Beatrix, super. Caroline, Katharina Landgraf, ja gut. Pierre Picasso, weiß zwar nicht warum. Gerda, auf jeden Fall noch. Ach, das ist ja der Sohnemann. Stimmt, das Pierre Picasso ist ja quasi ihr Enkelkind. Es kommen nicht alle Gäste. Naja, schade. Aber gut. Hoch. Ach so, ich wollte noch mal den, ups, andersrum, Moment, den hier anrufen, einfach plaudern. So, dann brauchen wir eine schöne Geburtstagstorte und ich finde es einfach mal süß, noch mal ein bisschen ballonmäßig was aufzubauen. Essen wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Komm, wir machen mal so ein Müffelbuffet, oder? Nein, nicht das Müffel, sondern dieses Buffet ohne Grund und Boden. Und wir stellen es mal hier ins Wohnzimmer.
15:44 Uhr. Wann kommst du? Du kommst später nach Hause. Na ja, gut. Hallo? Hallo, Familie. Oh je, die beiden. Was war das? Überreden zu? Nein, okay. Ich wollte jetzt gerade zu überreden, zu flirten oder so. Dina, genau, deine zwei Töchter. Hallo, Beatrice. Einmal freundschaftlich umarmen und einen schmutzigen Witz und einfach mal plaudern. Wobei danach vielleicht sogar mit der Gerda. Und dann, warte mal, du kannst das Essen schon mal servieren. Und dann fände ich es ganz gut, wenn du deinen Sohnemann runterholst. Und ich gehe mal zu Robby. Der hat ja noch jetzt ein paar Tage Zeit, deswegen gehe ich erstmal auf die Toilette. Und ja, du ziehst dir am besten was an. Und dann gehst du mal runter und holst dir was zu essen. Erst einmal. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wen er von denen. Oh. Lädt einen neuen Freund zu sich ein. Ach gut, guck mal, du kannst dich mit Alfred vielleicht befreunden. Warum habe ich mit Peter auch noch nicht so wirklich. Naja, gut. Gott, wie süß. Guck mal, Pierre und Satinka. Pierre, du hast eigentlich einen Hund. So, freundschaftlich umarmt und nochmal vertraut küssen. Habt ihr euch jetzt gerade nochmal ein bisschen wieder befreundet? Mal ganz kurz plaudern und ich gehe aber zu Peter und dem Sohnemann. So, Moment. So, da kommen sie alle, die Gäste. Happy Birthday to you. Kleiner Robby wird älter. Ich bin ja so gespannt, wie er aussehen wird. Ich finde immer, die Babys sehen ja mal alle eigentlich gleich aus. Bis auf die Augenfarbe kann man vielleicht noch so sagen. Ein bisschen auch von den Augenbrauen her, was für eine Haarfarbe sie haben. Was macht sie denn da hinten? Oh, warum wird das nichts? Oh, jetzt das Kind hängt in der Luft irgendwie. Keine Ahnung. Warum wäre das nicht? Oh je, jetzt stinkert das Kind auch noch. Warte mal, Windeln wechseln. Mach mal das bei deinem. Klasse Stimmung. Sehr schön. Und yay! Hallo Robby! Robby ist zum Kleinkind geworden. So Windeln wechseln kannst du aber trotzdem bei ihm machen. Und knuddeln. So, ja, cool. Ich meine, es war ja klar, dass er dunkle Haare hatte. Haben wird. Das ist super. Moment, wie geht's ihm eigentlich? Oh, hygienemäßig. Okay, warte mal. So, Moment. Ich schicke dann mal die Mama mit, die Oma, so. Robby baden. Nach oben. Die anderen können hier unten ja weiter sich befreunden und so. Räum du das mal auf hier. Und dann fände ich es eigentlich. Warte mal, kennst du die Gerda eigentlich? Das hätte ich jetzt gerade noch mal ganz kurz. Gott, guck mal, er mag den Schwiegervater gar nicht. Reden, plaudern. Küssen. Nee, was? Vertraut. Du kennst Gerda nämlich nicht. Warum? Die will gerade nicht mit mir sprechen. Er spielt Football mit Alfred gerade. Was war das gerade? Oh, warte. Er und Gerda, oder? Guck mal, ihr könnt mal zusammen abhängen. Ich weiß, dass das jetzt eigentlich. Hätte ich es auch mit jemand anderem machen können, aber. So, dann gehe ich mal zu Dina hoch. Okay, und jetzt gucken wir mal. So, warte mal, Dina.
Guck mal, du kannst den Robby Sprechen beibringen. Was machst du? Warum hast du das hier wieder oben hingelegt, Mensch? Ich spule mal ein bisschen vor, weil es ist einfach sehr viel los hier. Und doch, wenn die beiden jetzt miteinander was machen und die beiden... Er hat doch tatsächlich das Sprechen schon gelernt von der Oma. Ja, Wahnsinn. Hunger. Bisschen Energie. Warte mal, Oma. Dann hebel doch mal hoch. Warte mal. Robby tragen. Kind vorlesen. Nein, ne, trag ihn mal. Oh, Pierre macht das. Totaler Hammer. Okay. Er trägt ihn schon hoch. Geh mal hier hoch. Was macht er? Oder warte mal, geh mal du auf die Toilette. Benutzen, säubern und dann räumen wir ein bisschen was auf. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Totaler Hammer. Wow, ist ja cool. Und da kommt unsere Rosa, die auch tatsächlich eine Beförderung mitbringt. Yay! Zur Küchenchefin. Jetzt muss sie von 9 bis 15 Uhr arbeiten und sie ist der Kontakt... Was? Sie ist kontaktfreudig, hat einen Arbeitskollegen mitgebracht und bringt die Hella hübsch mit. Sie ist doch noch ein Kind. Wie geht das denn? Hella hat gar keinen Job. Wie ist denn das gekriegt? Verstehe ich jetzt gerade gar nicht, aber okay. Wo ist sie denn jetzt hin? Nee, das ist Katharina. Rosa? Ach, du bist schon drin? Nee, wo bist du denn? Ach, da. Was? Spät? Ich muss nach Hause. Das habe ich noch nie gehabt, dass da so ein Kind kommt. Mit der Arbeit. Denke ich nicht. Nun gut. So, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Warte mal, du hast Hunger, ja? Dann würde ich sagen, ach so. Du gehst nochmal duschen, dann kannst du nochmal was essen. So, Beförderung. Oh Gott, wir müssen noch einiges lernen. Ach, sie hat aber auch 3 Tage jetzt frei. So, du musstest dir auch noch was lernen. Okay, aber du hilfst jetzt auch mal beim Aufräumen. Dina, du räumst hier auch mal auf und das hier räumst du auf. Und du bist noch draußen und spielst. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du dich jetzt mit Gerda angefreundet gehabt? Debbie? Holt sie ihre Tochter ab? Oder warum steht sie hier da? Wir können sie mal gerne begrüßen. Und Katharina bitten zu gehen. Wobei sie geht, glaube ich, schon alleine. Oder? Nee, geht nicht. So, dann schicke ich dich nämlich erstmal nach oben. Oh mein Gott. So, du gehst erstmal baden und danach gehst du schlafen. So, wir haben schon 22:30 Uhr. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen mit dem Part, ob ich... Wo ist denn der Junge? Ach, da ist er. Hunger, Harndrang. Warte mal. Warte, warte, warte. Mann. Wo ist denn das Töpfchen? Da ist das Töpfchen. Baden brauchst du nicht, aber aufs Töpfchen. Und dann kannst du ihm noch... Nein. Was zu essen geben. Flasche holen. Weil ich denke mal, für den zweiten Part wird es eigentlich nicht ganz ausreichen. Deswegen würde ich jetzt einfach gerne mal den ein bisschen länger machen, den Part. So. Braucht noch jemand was zu essen? Doch, die Dina müsste eigentlich oder möchte eigentlich. Oh Gott, wie süß. Ich hätte gerade... Milchschritte gemacht. So, der geht auf den Weg ins Bett. Rosa, du räumst das hier noch auf und das hier noch. Und dann gehst du auch erstmal ins Bett schlafen. Dina. So, du gibst ihm noch was zu essen. Warte mal, ich guck mal, wobei er auch ziemlich müde ist. Aber du gehst schon mal direkt erstmal runter und nimmst dir auch erstmal was zu essen.
So, er ist auf dem Weg. Wo ist Robert? So, du machst mal das Kind ins Bett. Dann kannst du das noch leeren und das noch wegwerfen. Gehst dann nochmal auf das Klo hier. Dina. Nein, das ist doch gar nicht dein Bett. Geh nochmal runter und da ist erstmal was. Ich glaube, die sind sich ein bisschen im Weg, deswegen klappt das irgendwie gerade nicht. Das finde ich mal schade, dass nicht zwei die Treppe rauf und runter gehen können. Du hast es nicht ganz aufgeräumt. So, Robert. Machen wir heute wirklich ein bisschen länger bei dem Part, aber das macht nichts. Kimama, meine Katze streift vor mir hin und her. Er ist auf jeden Fall im Bett, sie auch, das ist super. Du bist dann auf dem Weg ins Bett. Dina, die räumt hier noch das ab. Also die isst erstmal was. Dann kann ich das Buffet mal verkaufen. Und dann geht sie auch ins Bett. Und du bist, hoffe ich, auch im Bett gelandet. Sehr schön, dann seid ihr nämlich alle im Bett. Und dann kann ich ein bisschen vorspulen. Da ist jetzt zwar was hier, aber das räumen wir später auf. So, Dina, komm mal mit hoch. Sehr schön. So. Der Sohnemann ist wahrscheinlich am ehesten wieder wach. Genau, der brüllt hier schon, aber das macht mir jetzt gerade mal nichts. So, du stehst auf. Und mal gucken. Handrang vielleicht. Ja. Dann machst du den Sohnemann mal nochmal aufs Töpfchen. Sie hat Platin, ne? Sie ist wirklich... Ich muss mal ganz kurz ein was gucken. Warte mal, Karrierebelohnungen. Habe ich das von dir schon? Ich glaube, ich weiß es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall bist du auch wach. Doch, das ist auch die Karrierebelohnung hier vorne. Von, Ich würde gerne auch nochmal Baby machen mit euch. Ja, ich weiß. Der wird aber gleich aufstehen. Komm. So, jetzt geh mal. Halt. Und dann noch säubern. Und dann würde ich nämlich sagen, du gehst entspannen. Und er macht das Kindchen aufs Bett, aufs Töpfchen. Und ansonsten, wenn du dann fertig bist, kann er ja auch erstmal was spielen, ne? Und ihr geht dann mal auf die Toilette, ins Bett, entspannen und techteln und gucken, ob wir noch ein Kindchen machen können. So, ihr zwei. Er kann mal aufstehen. So, du räumst mal auf. Oh, Debbie ist immer noch da. Sehr interessant. Was? So spät? Ich muss nach Hause? Okay. Und dann gehst du mal ein bisschen weiter reden üben. So, ich muss mal gucken, wie weit ihr zwei oben seid. Guck, er macht das schon automatisch. Geh mal ins Bett. Los. Halt, stopp, nicht so schnell. Ich muss ranzoomen, warte. So. Wir können kein Baby machen. Wir sind schon schwanger, dachte ich mir fast. Ich dachte nämlich, dass es geklappt hat, aber sie zeigt es halt noch nicht. Aber wir können ja ein bisschen Spaß haben, techteln. Ne? So, okay. Müssen wir nicht weiter zuschauen. du gehst mal hier oben und dann hier oben nochmal duschen und das säubern, während die beiden hier techteln, ja, so nebendran. Sehr interessant. Dann lehrst du das mal und dann muss ich noch gucken. Du möchtest Logik, Kreativität und Kochen. Okay, dann würde ich sagen, gehst du mal direkt runter und machst mal Omelettes. Und du hättest bald Hunger, aber egal, du kannst erstmal hier unten abspülen und kannst dich mal ein bisschen um Satinka kümmern. Warum geht das nicht? Was ist das? Ach, das ist ein Hund.
Loben für Verspieltheit. Kommando haben wir alle schon gemacht. Sehr schön. Könnte ich einfach mal nur mit dir spielen. Jagdspielzeug. So. Die beiden stehen auf. Sauberkeitspunkt für Dina. Habe ich you? Huch, was war das? Ja, jetzt. Rosa, Robert und... Rosa ist schwanger. Und schon haben wir es gesehen. Tjaga, sie ist schwanger. Aber dann hat sie wieder alles vergessen, was ich ihr gesagt habe, was sie machen soll, ne? Dann geh doch mal bitte runter und Frühstück Omelettes machen. So, er muss nichts weiter machen. Robby lernt oben, meine Güte. Und Robert, der versucht mal seine Charisma-Punkte ja auch voll zu vervollständigen. Sie macht hier oben Sport, okay. Dann lasse ich dich das auch machen. Yibidi. Ich glaube, heute muss gar keiner zur Arbeit, ne? Dienstag, morgen, doch. Oh, 15 Uhr aber erst. Die anderen haben alle frei. Was ist mit dir? Ach, guck mal. Von deinem Papa angesprochen werden. Mit Robert reden. Das freut dich gleich dann, hoffe ich mal. Er muss auch nochmal auf die Toilette. Hunger und Energie. Okay, gib dem Kind mal nochmal was zu essen. Flasche holen für Robert. Das ist, glaube ich... Ja. Und dann gehst du erstmal auf die Toilette. Uhr. So, du hast... Genau. Machst uns Frühstück. Ja, dann denke ich mal auch Hunger erstmal. So, und ich glaube, ja, ich glaube an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen, lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, dann bei Familie Grusel. Tschüssi, eure Sagina. Ciao, ciao.